Wir möchten euch heute den quasi den Lebendigen Atlas der Natur Deutschlands vorstellen. Das ist quasi ein Produkt, das wir innerhalb von NFDI for Biodiversity. Ich denke, hier sind alle soweit mit NFDI for Biodiversity vertraut, mit dieser nationalen, mit unserer nationalen Forschungsdateninfrastruktur für Biodiversität, an der wir quasi arbeiten. Und genau, die Idee ist es quasi, oder eines dieser Produkte, was aus dieser nationalen Forschungsdateninfrastruktur für Biodiversität entstanden ist, ist in der Lebendige Atlas. Das hat einen bestimmten Grund, warum wir uns da so hinterklemmen und den versuchen zu entwickeln. Und das möchten wir euch heute ein bisschen näher bringen. Ihr seht schon, jetzt muss ich kurz gucken, wo meine Maus ist. Ihr seht schon, dass da mehrere Personen dahinter stehen, auch mehrere Institutionen. Also es ist natürlich kein Einzelwerk von mir und Jörg jetzt hier, sondern da steht tatsächlich eine ganze Menge an Leuten dahinter. Steigen wir gleich voll ein sozusagen. Also warum oder was ist die Idee dahinter oder was ermöglicht dieser lebendige Atlas der Natur Deutschlands? Einfach schon mal hier die quasi die Kernthemen aufgegriffen. Also es geht hauptsächlich um Vorkommensdaten. Er ermöglicht den Zugriff auf Vorkommensdaten, die aus unterschiedlichen Quellen zusammengetragen sind. Für uns beziehungsweise für unsere Partner in NFDI for Biodiversity oder für die Datenlieferanten, mit denen wir zusammenarbeiten, ist es eben auch eine erhöhte Sichtbarkeit von relevanten Datensätzen. Wir nutzen dabei die Infrastruktur und Tools von GBIF, das ist die Global Biodiversity Information Facility. Ich hoffe, dass das ein Begriff ist, ansonsten kommen wir da später auch noch mal ein bisschen genauer zu. Für uns ist es wichtig oder für uns ist es ein Tool, um eben tatsächlich neue Datensätze zu mobilisieren und zu einer und Gruppierungen oder Datensammler auch zu einer Veröffentlichung von Daten zu bewegen, um auch diese Sichtbarkeit zu generieren. Und es ist eine Möglichkeit der Integration der internationalen Biodiversitätsgemeinschaft. Also genau, wir integrieren einfach über verschiedene Gemeinschaften hinweg. Warum das Ganze? Ich habe jetzt leider, wenn ich mal zoome, habe drei Bildschirme, dann ist es ein bisschen kompliziert. Genau, warum brauchen wir das Ganze? Warum haben wir uns gedacht, brauchen wir das? Hier ein deutsches quasi oder eine deutsche Betrachtung, wo Naturbeobachtungen geteilt werden, hatte Tore einen kleinen Artikel in der Zeitschrift Natur und Landschaft zugeschrieben. Und wir sehen hier oben sozusagen die wesentlichen Quellen, die natürlich auch miteinander kommunizieren, wo Naturbeobachtungen in Deutschland geteilt werden. Das sind einmal die Meldestellen der Naturschutzbehörden, das sind Portale der ganzen Fachgesellschaften, der vielen Fachgesellschaften, die wir haben. Das sind zunehmend natürlich Citizen Science Apps und diese ganzen Plattformen wiederum entstehen und soziale Medien. Das ist, wie gesagt, nicht ganz so klar abgegrenzt, wie das hier oben ist. Natürlich nutzen Meldestellen und Naturschutzbehörden auch Daten der und so fort. Also gibt es natürlich die Links dazwischen, aber das war für uns jetzt hier mal so, um das zu kategorisieren, ganz sinnvoll. Und dann haben wir uns angeschaut, oder das heißt angeschaut, wir haben so ein bisschen beschrieben quasi zum Beispiel den Beitrag zum Naturschutz, der ist natürlich der gesammelten Daten, der ist besonders bei den Meldestellen und den Naturschutzbehörden besonders hoch. Ich würde jetzt den Pfeil sogar aber hier noch ein bisschen breiter machen, auch bei den Fachgesellschaften ist auch ein hoher Beitrag und dann nachher viele der Citizen Science Apps und gerade soziale Medien, die werden halt einfach kaum genutzt. Während im Umkehrschluss natürlich gerade die Nutzerbasis für diese Komponenten für diese sozialen Medien und Apps besonders hoch ist, während die zum Beispiel bei den Meldestellen eher gering ist. Datenqualität wiederum bei den Meldestellen hoch und in den sozialen Medien wird immer ja sehr kritisch betrachtet. Also gibt es so einen Gradienten. Und tatsächlich für uns natürlich aus wissenschaftlicher Perspektive ist der Beitrag zur Wissenschaft, sind tatsächlich die Portale der Fachgesellschaften fast mit am interessantesten, weil wir da den einfacheren Zugang zu haben. Also oft sind zum Beispiel für uns auch Daten der Meldestellen, der Naturschutzbehörden oft nur schwer zugänglich, weil es auch Anträge benötigt und dann oder besondere Anträge und es gibt dann besondere Prozesse, die einfach lange dauern. Und gerade wir hier im IDEF arbeiten eben sehr viel auch mit den Fachgesellschaften zusammen und haben da einen relativ guten Zugang zu diesen Daten. Immer mehr nutzen wir natürlich auch Citizen Science Apps und Plattformen. Generell ist es aber natürlich so, dass es ein Riesenpotenzial für die Integration gibt. Also eigentlich könnten diese ganzen Daten, gerade wenn wir nur in Anführungszeichen von Vorkommensdaten reden, können die eigentlich alle super miteinander kommunizieren. Sollten sie eigentlich auch. Passiert bisher aber noch nicht ganz, oder passierte bisher noch nicht ganz so doll, passiert immer noch nicht ganz so doll. Das führt dazu, dass es Deutschland eben aufgrund dieser verschiedenen Meldestellen sozusagen, verschiedene Interessensgruppen, gibt es einfach eine riesige Vielzahl an Biodiversitätsportalen in Deutschland. Das sind sicher nicht alle, die ich hier jetzt, oder die das tatsächlich hat Tore vorbereitet, das sind sicherlich nicht alle.
Aber man sieht einfach schon hier, dass es eine Riesenmenge einfach ist. Also jeder entwickelt ja heutzutage, wie schnell entwickelt man mal schnell eine Melde-App für irgendwelche besonderen Sachen, die man mal machen will oder so. Also ich weiß nicht, ich beschäftige mich viel mit Anglern und aus dem anglerischen Fischbereich und da ist mittlerweile jeder kleine Angelverein hat seine eigene Melde-App und da werden ja die Daten gesammelt und wo die aber irgendwie nachher landen und wer die gebrauchen kann und so oder wie die gesammelt werden, das ist mir immer nicht ganz klar. Und das gibt es natürlich bei ganz vielen anderen Gruppierungen auch. Es ist ja heutzutage keine wirklich große Sache mehr, so eine Melde-App zu machen und dann Daten zu sammeln. Vorkommensdaten. Genau, das heißt, wir haben diese riesige Landschaft hier, die kommunizieren mal mehr, mal weniger miteinander und man muss natürlich auch ein bisschen drauf gucken, dass es zum Beispiel keine Doppelung gibt und so weiter und so fort. Und darum war für uns eigentlich die Idee, dass es eigentlich diesen sogenannten One-Stop-Shop geben sollte für offene Vorkommensdaten, also eigentlich ein Platz sozusagen, wo möglichst viele dieser Daten, die auch frei zugänglich, Vorkommensdaten, die auch frei zugänglich sein sollten, also es sollen auch nicht alle Daten immer gleich gezeigt werden, zum Beispiel Stichwort sind seltene oder stark gefährdete Arten oder sowas, dann gibt es natürlich bestimmte, ich wollte das gerade sagen, Vorurteile, nee, bestimmte Sicherheitskriterien sozusagen, dass man die nicht gleich teilen wird, aber viele Daten können ja auch öffentlich geteilt werden und die sollten einfach auch schnell auffindbar sein daheim. Das war die Idee hinter der Entwicklung des lebendigen Atlas der Natur Deutschlands. Auf globaler Ebene, ich hatte das, wie gesagt, vorhin schon gesagt, diese Global Biodiversity Information Facility, also auf globaler Ebene gibt es diesen One-Stop-Shop schon länger. Wir sehen das hier, ich habe das hier mal reinkopiert, das ist jetzt die aktuellen Zahlen. Also GBIF ist, wie gesagt, ein globales Portal, das Vorkommensdaten von allen möglichen Arten, Tieren, Pflanzen und so weiter sammelt und zur Verfügung stellt. Mittlerweile sind das das sind 3 Milliarden, ja. Und das 3 Milliarden Vorkommensdaten, das sind über 100.000 Datensätze, das sind mehr als 2.000 publizierende Institutionen. Und tatsächlich, also da kommen wir auch später nochmal zu, das sind knapp, also über 11.000 Paper, die damit geschrieben wurden, also die Daten genutzt haben und was man auch nachverfolgen kann tatsächlich. Also GBIF veröffentlicht Daten im Wesentlichen da wird Jörg nachher noch mehr zu sagen, über das Integrated Publishing Toolkit oder eben über BioCase. Da kommen wir aber, wie gesagt, später noch dazu. Das sind Software sozusagen, die beim Publizieren helfen, aber Jörg sagt das nachher noch genauer. Es gibt Datenqualitätskontrollen, zum Beispiel für Taxonomie und Koordinaten in GBIF. Wichtig eben, es werden DOIs bereitgestellt für die Datenlist und die Downloads, weil das ist alles sozusagen auch trackable. Das heißt, wenn ich einen Datensatz bei GBIF publiziert habe, kann ich genau gucken, wie oft wurde der zitiert, wie oft wurde der genutzt, was ja auch nicht unspannend ist tatsächlich, auch gerade für Fachgesellschaften, die ja natürlich auch einen Mehrwert davon haben wollen. Also die sammeln ja nicht zum Spaß, sondern die haben ja schon ein Interesse, dass die Daten auch genutzt werden und dass damit eben auch sinnvolle Sachen angestellt werden. Genau, Nachverfolgung von Zitationen und in der Literatur. Und eben GBIF bietet eben diese Möglichkeit der Datenportal-Software, diese sogenannten Hosted Portals. Unser lebendiger Atlas, den wir entwickeln, ist als eines dieser Hosted Portals. Wir nutzen die Infrastruktur von GBIF quasi, und das hat auch einen bestimmten Grund. GBIF ist einfach eine wirklich große Plattform, die eben auch von Ländern in Europa oder global hier ganz kurz mal und finanziell unterstützt wird. Sind das nur europäische Länder? Nee, das ist global, ne? Ja. Genau, also es wird global von den Ländern tatsächlich auch finanziell unterstützt. Das ist jetzt nicht ein Projekt, das aufkommt und wieder verschwindet, sondern es ist wirklich eine langfristige Finanzierung da. Und eben ein Service, den GBIF anbietet, um eben den verschiedenen Datenhaltern gerecht zu werden, sind eben diese sogenannten Hosted Portals. Hier ist eine kleine Auswahl von denen, die es gibt. Ja, sehr verschieden, kann man auch mal einfach auf der GBIF-Seite gucken und kann sich die angucken, sind alle sehr, sehr schön gemacht, bieten sehr interessante Datensätze auch teilweise. Und hier ist eben auch unten jetzt natürlich unser lebendiger Atlas. Es gibt noch viel, viel mehr. Genau. Ich versuche jetzt quasi direkt in unseren lebendigen Atlas reinzugehen. Das heißt, ich stoppe jetzt kurz mal das Sharing. Genau, also. Das ist der lebendige Atlas und ich mache jetzt einfach so eine kleine Live-Demonstration und gehe da mal durch, was der kann und was der eben wieder da ist. Also das ist diese sogenannte Startseite. Hier auf der Startseite haben wir eben sozusagen unsere Artennachweise, was wir im Moment für Deutschland haben. Das sind hier 51 Millionen. Das sind gerade 14 Datensätze, die wir ausgewählt haben. Die Zahl steigt aber natürlich noch, die wir als
Das ist tatsächlich bis jetzt unsere Entscheidung, die wir als relevant oder betrachtet man groß genug, um die hier reinzunehmen. Wir sehen ja knapp 6 Millionen Fotos zu einzelnen Artnachweisen. Hier sind Informationen drauf, eben hier zum Beispiel unser nächster Workshop, den wir machen, dazu später auch noch mehr. Hier sind einige Datensätze nochmal extra gefeatured sozusagen. Genau, und hier gibt es ein bisschen quasi die Informationen, was wir in der Community gemacht haben. Das sind im Wesentlichen unsere Workshops. Dann gehe ich ganz kurz, ich gehe erstmal kurz hier rein. Wir haben eben hier oben die Möglichkeit, also das können wir alles hier selbst gestalten, logischerweise. Und wie gesagt, wir haben einige gefeaturete Datensätze. Zum Beispiel haben wir jetzt relativ neu dabei den Neurokern Deutschlands. Das ist ein Datensatz, den uns die Rote Liste zur Verfügung, also beziehungsweise die Rote Liste ist Publisher dieses Datensatzes und die hat den eben auch hier integriert. Und genau, und wir können dann zum Beispiel über solche Datensätze Informationen geben. Zusammen natürlich in Absprache mit dem Roten Liste-Zentrum, was dazu geschrieben werden sollte, was mit diesem Datensatz gemacht werden kann, was nicht, was drinsteckt und so weiter und so fort. Und das ist immer auch schon eine ganz gute Möglichkeit. Das ist jetzt hier relativ kurz gefasst. Ja, einfach nochmal eine Möglichkeit, um so einen Datensatz auch mal sichtbar zu machen und ein bisschen zu erklären quasi. Das Kernstück ist aber natürlich das Portal. Hier sehen wir jetzt, also wie gesagt, über 50 Millionen Vorkommensdaten. Es ist nur auf Deutschland gefiltert, also es sind nur Daten über Deutschland, ne? Also alles, was quasi über Deutschland vorhanden ist, was die Natur, Vorkommensdaten in Deutschland beschreibt. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel, ich nehme jetzt, ich hatte das letztes gemacht mit der Saatkrähe, ich weiß gar nicht warum, aber ich hatte es mit der Saatkrähe gemacht. Wenn wir das jetzt übernehmen, kann ich jetzt die Saatkrähe suchen und dann sehe ich halt, wo in Deutschland überall die Saatkrähe gemeldet wurde. Wo sind wir? Wir sitzen hier in Leipzig gerade. Genau, hat man halt, also kann man hier schön, kann man reinzoomen, sieht jetzt diese dunkelroten Punkte, die splitten sich dann immer noch weiter auf in einzelne Punkte und wir sehen, Leipzig ist voll mit Saatkrähen. Das Schöne ist eben, ich kann jetzt mir jeden einzelnen Rekord von der Saatkrähe als Liste angucken. Das dauert jetzt wahrscheinlich ein bisschen, weil es ein bisschen viele sind. Ja. Da sehe ich zum Beispiel, wo quasi dieser Vorkommenspunkt gemeldet wurde. Also jetzt die Koordinaten, das Jahr. Hier in dem Fall die erste Meldung ist von Naturgucker. Ich kann das direkt als Filter auch wieder setzen, dass ich nur Daten von Naturgucker sehe. Ich sehe auch hier, wenn es zum Beispiel ein paar oder sogenannte Issues gibt. Meistens sind das zum Beispiel Koordinatenrundungen oder irgendwas in der Richtung. Das könnte ich mir jetzt noch im Detail weiter angucken. Und ich sehe aber auch eben, dass es ganz viele andere Organisationen gibt, die eben Daten publiziert haben. Also meistens ist es jetzt Observation und Naturgucker. Hier ist Artenfinder noch dazwischen, die eben Daten von der Saatkrähe gemeldet haben. Wenn ich auf Galerie gehe, sehe ich halt die ganzen Bilder zu der Saatkrähe, die wir dazu haben. Oder die eben nicht wir, sondern die wurden gemeldet mit dem Fund sozusagen. Man hat natürlich nicht für jeden Fund auch ein Bild, aber man hat für viele Funde eben auch Bilder, die eben auch eine Validierung der Daten ermöglichen tatsächlich, ob es eben wirklich eine Saatkrähe ist oder eben auch nicht. Und ich kann eben hier gucken, genau nochmal, welche Datasets sozusagen Observations zu der Saatkrähe uns gemeldet haben. Wir sehen hier von Naturgucker sind es über 30.000 Meldungen deutschlandweit für die Saatkrähe. Dann kommt Observation, 20.000 Meldungen. eBird, Entschuldigung. eBird, 20.000 Meldungen, Observation, 3.000, Artenfinder, 2.000 und ein Natural List nochmal. Das heißt, ich habe diese ganzen verschiedenen Einzelplattformen, die ich sonst einzeln abgrasen müsste, hier natürlich jetzt sozusagen vereint und kann das einfach mit einmal diese Daten abrufen. Und Jörg, willst du jetzt was zum Download sagen? Kann ich kurz sagen. Also Martin hat es ja schon erwähnt und GBIF ist sicher auch klar, dass die Währung in der Wissenschaft die Zitierung sind und es ist wichtig, dass Daten zitiert werden, wenn sie verwendet werden und hat dafür so einen Tracking-Mechanismus eingebaut. Wenn Daten verwendet werden, dann passiert das in der Regel, indem erstmal ein Download erstellt wird. Das hat Martin jetzt gezeigt. Also wenn er jetzt hier auf Weiter klicken würde, würde ein GBIF-Download zu diesem Daten über Corvus Frugilegus erstellt werden? Bleib ruhig mal da noch. Ach so, wollte ich auf diese Folie gehen. Ist das das? Wir können es auch echt zeigen, ist vielleicht ein bisschen Ach spannender. so. Moment. Erstellt ein Download und das führt dazu, dass
die Daten, die betroffen sind, also die, ich glaube, es waren 3000 Beobachtungen, archiviert werden auf dem TÜBES-Server und auch in Zukunft, zumindest solange es TÜBES gibt, verfügbar sein werden. Also wer immer mit den Daten etwas reproduzieren will, kann die sich dann erneut von GBIF runterladen, auch wenn die eigentlich von GBIF verschwunden sind. Also sie werden archiviert, egal was mit den Daten selbst auf GBIF passiert. Ach so, du hast kein Dings. Ich habe Gibt mich gar immer nicht zu den angemeldet. Daten. Das Zweite, was passiert, ist, dass dieser Download eine DOI bekommt, also so einen kleinen Identifier, den man in der Publikation verwenden sollte. Also der Publizierende oder die Publizierende sollte den erwähnen. Über diese DOI kann man auf den Download zugreifen. Und das Wichtigste ist, GBIF trackt diese DOIs. Also es analysiert regelmäßig wissenschaftliche Publikationen, holt die raus und zeigt sie zu den Datasets an. Geh mal zurück auf den Dataset-Reiter und da auf Artenfinder zum Beispiel. Da sehen wir jetzt mehr über dieses Dataset und das ist der erste Reiter, wo man so ein bisschen sieht, was es da alles in dem Dataset zu sehen gibt. Und dann gibt es den Reiter Citations. Und da führt GBIF alle wissenschaftlichen Publikationen auf, die Daten aus diesem Dataset verwendet werden. In dem Fall sind es 905. Also 900, für 905 Publikationen wurde mindestens eine Beobachtung aus Artenfinder verwendet. Und das macht GBIF automatisch. Das heißt also, wenn man die Daten bei GBIF hat, werden diese DOIs erzeugt für jeden Download, den jemand verwendet, und automatisch dieses Tracking der Zitierung durchgeführt. Und das ist schon Mehrwert für die Dateninhaber und Inhaber. Genau, das kannst du wieder. Ja, genau. Ich glaube, damit sind wir auch durch quasi durch diese ganz kleine Live-Demonstration schon durch, oder Jörg? Gibt es noch irgendwas, was wir noch zeigen sollten? Ich wäre sonst erstmal Vielleicht, wenn du durch. mal in die Liste gehst, nochmal, man kann die auch konfigurieren. Das geht ein bisschen unter. Sieht man nicht sofort. Ja, es dauert irgendwie einen kleinen Moment, weil Aber oben ich. links diese drei Punkte, da kann man ganz links in der Tabelle, tiefer, tiefer, Oben? tiefer. Ah ja, hier. Ja, da kann man ein- und ausblenden. Also das ganze Ding ist auch recht gut auf dem Handy verwendbar. Also es ist responsive Design, das heißt, es schnurrt dann so etwas zusammen. Und wenn man dann den Publisher gar nicht, wenn einen das nicht interessiert, kann man das ausblenden und kann das wirklich ganz gut auch auf dem Handy verwenden. Genau, So. spannend ist, vielleicht ist auch noch tatsächlich so interessant zu sagen, dass zum Beispiel solche Suchen, wenn ich jetzt hier auf der Karte nach dieser bestimmten Art gesucht habe und ich kann eben noch andere Filter einsetzen, den Jahr und das Monat, Verwaltungseinheit, das Monat, den Monat, Verwaltungseinheit und so weiter, dann wird das hier oben auch in dem, der Link quasi verändert sich dann auch. Das heißt, ich kann auch wirklich einen Link mit den Sachen, die ich gesucht habe, weiter verschicken und sagen, ey, guck mal, hier gibt es den und den Fund oder hier, das habe ich so und so gefiltert und dann wird auch der, also wenn jemand den Link öffnet, direkt diese Anzeige wieder geöffnet. Das finde ich auch eigentlich sehr nützlich manchmal. Man muss nicht immer tausendmal erklären, was man eigentlich gemacht hat. Genau. Damit dann, Moment, dann gehe ich zurück in den Vortrag. Das sollte jetzt hoffentlich funktionieren. Genau, jetzt bin ich gerade nochmal hier. Das hatten wir gerade, das hat der Jörg gerade erklärt, das mit den DOIs und so. Das hatten wir im Vortrag mit einem anderen Datensatz gemacht, aber dasselbe Prinzip. Genau, wie ich vorhin schon gesagt habe, dieser ganze Atlas ist natürlich eine riesen Community, wo halt viele Leute da stecken. Wir haben das Ding quasi sozusagen veröffentlicht in einem ersten Community-Workshop hier bei uns am IDEF in 2023. Dann gab es in 2024 einen weiteren Community-Workshop zusammen mit dem ESMON-Projekt. Das ist auch ein Projekt am IDEF, wo es eben um Biodiversitätstrends geht, also quasi wie es um einzelne Artenpopulationen in Deutschland bestellt ist. Und hier ist natürlich auch ganz wichtig, natürlich auch im nächsten Jahr 2025 wird es wieder einen Workshop zum lebendigen Atlas geben, wo auch alle recht herzlich, also wenn es interessierte Leute gibt, ganz herzlich eingeladen, sind dazu ganz herzlich eingeladen. Wir haben gerade das Save the Date sozusagen in unsere NFDI-Community rausgeschickt. Ich weiß nicht, ob jetzt hier Leute sind, die darüber hinausgehen, einfach gerne uns kontaktieren, wenn da Interesse besteht. Wir sind immer daran interessiert, also neue Leute kennenzulernen und einfach auch zu gucken, was es so für Bedarf aus der Community gibt oder wo es vielleicht auch noch Datensätze irgendwo schlummern, die vielleicht Interesse daran haben, auf GBIF zu erscheinen oder eben diese zum Beispiel dieses Zitationstracking zu nutzen und so weiter und so fort. Oder einfach auch mal einen spannenden Datensatz vorstellen wollen. Das ist für uns alles interessant. Also gerne schon mal vormerken, wenn da Interesse besteht. Das wird, wie gesagt, wieder in Leipzig am IDEF sein.
Genau, das machen wir so. Also generell, wir nutzen diese Workshops auch eben, um den Feedback aus der Community zu bekommen. Was funktioniert am Atlas, was funktioniert nicht, was bräuchte man vielleicht noch, wobei das auch immer mit einem Fragezeichen, wir können halt, dadurch, dass wir die GMIF-Strukturen nutzen, können wir auch bestimmte Funktionen, also wir können nicht alles machen, was wir wollen. Wir sind immer auch ein bisschen davon abhängig, was GBIF interessant findet und was auch im Bereich von GBIF umzusetzen ist. Aber es ist sehr viel tatsächlich und es wird auch sehr viel an diesen Atlanten gearbeitet. Genau, aber wir haben zum Beispiel, gab es einfach mal das Interesse daran, dass Leute sofort ihren eigenen Standort sehen wollen, wenn sie im Atlas sind. Sowas haben wir umgesetzt. Es gibt zusätzliche Filteroptionen, es wurde an der Darstellung der Daten gearbeitet. Wir haben besonders für Naturgucker arbeiten wir gerade, in Naturgucker-Daten arbeiten wir gerade in der Kommentarfunktion. Das heißt, vorher war das so, dass quasi die Daten von Naturgucker drinnen waren. Und wenn man zum Beispiel eine Meldung kommentieren wollte, hatte man in dem Fall Stefan Munzinger eine E-Mail geschrieben tatsächlich. Das ist die Person hinter Naturgucker. Und wir haben das jetzt so ein bisschen so geändert, dass man tatsächlich die Meldung kommentieren kann und dass man das, oder sind gerade dabei, das zu ändern und sowas, das eben auch ein Vorteil ist, damit die Leute auch sehen, ah, hier mit meiner Meldung stimmt was nicht oder stimmt vielleicht was nicht. Genau, und wir sind natürlich, wie gesagt, immer daran interessiert, weitere Datensätze anzubinden. Also ich hatte schon gezeigt, Rote Liste Zentrum, da sind jetzt zum Beispiel ein europäischer Datensatz ist dabei, da sollen aber noch andere Datensätze kommen, weil die Rote Liste ja auch gerade für die Fachgesellschaften viele Atlanten baut, eben Einzelatlanten und die den eben auf GBIF versucht zu stellen. Artenfinder hatten wir gerade gezeigt, die waren mal angeschlossen, das hat dann irgendwann ist das eingeschlafen, weil das nicht automatisiert war, das haben wir jetzt wieder quasi wiederbelebt sozusagen. Wir arbeiten gerade intensiv mit dem Deutschen Jagdverband auch zusammen. Die haben den, ich sage immer Todfundkataster, aber es heißt richtig Tierfundkataster quasi. Also Tiere, die auf Straßen überfahren werden, die werden tatsächlich auch gemeldet und da gibt es eine Datenbank dazu und so. Auch sehr spannend, wie ich finde. Und eben auch hier, ich habe schon gesehen, Heiko ist halt auch hier. Wir sind gerade dabei mit der GFI, also es ist ein Fischartenatlas für Deutschland. Eben da haben wir auch innerhalb von NFDI an Datenrechten tatsächlich gearbeitet, damit wir jetzt Teile des Fischartenatlas eben auch zu GBIF publizieren können und damit eben auch im Atlas sichtbar machen können. Also wir sind da relativ aktiv, genau, sind aber wie gesagt immer auf der Suche auch nach neuen Datensätzen, Datenschätzen oder auch ja, interessierten Leuten, die eben einfach auch das gerne nutzen möchten und vielleicht auch Feedback dazu da lassen. Genau, dann ist diese, wie kann man Daten zu unserem Portal quasi bekommen, wenn man das möchte. Und da geht, glaube ich, Jörg jetzt auch noch mal ganz kurz durch diese Folie. Genau. Was wäre eine Präsentation und eine schreckliche Ablaufgrafik? Ist nicht ganz so schlimm, wie es auf den ersten Blick aussieht. Letztendlich geht es nur um die Frage für jemanden, ich habe Daten, wie bekomme ich die zu GBIF und darf auf diesem Wege auch ins Landportal vielleicht? Und sagen wir vielleicht mal, die erste Entscheidung oder Überlegung, die man treffen muss, ist, sind meine Daten statisch? Also ist es ein fixes Dataset, was sich nicht mehr verändert? Oder wird damit gearbeitet, wird es regelmäßig aktualisiert, kommen neue Dinge hinzu. Wenn sie statisch sind, wenn sie sich nicht mehr verändern, ist wahrscheinlich der Weg der Wahl, der GFBio Submission Service. Ich weiß nicht, ob die alle kennen. Also da kann man sich an eine Seite, an dieses Portal, über dieses Formular, kann man seine Daten melden, beschreibt die, was ist drin. Und es wird sich eins der sieben, glaube ich, GFBio Data Center melden und wird sich dann darum kümmern, diese Daten zu archivieren und, wenn gewünscht, auch an GBIF anzubinden. Also das ist die erste Wahl, wenn man ein Dataset hat, das sich nicht mehr verändert. Bei dynamischen Daten ist es ja so, dass möglichst schnell auch die Updates dann sichtbar werden sollten. Also das GBIF üblicherweise aktualisiert Daten wöchentlich. Das heißt, wenn man Fehler korrigiert oder neue hinzufügt, also nicht Fehler, sondern Datasets, Records, dann erscheinen die immer nach einer Woche bei GBIF und das möchte man natürlich auch beibehalten. Und da ist in Deutschland der übliche Weg, das über die Biocase-Software zu publizieren. Es ist Softwarepaket, das ich installiere, zusätzlich zu der Datenbank und das GBIF Zugriff zu diesen Daten über eine standardisierte Schnittstelle ermöglicht. Viele Institutionen haben schon eine Biocase-Installation. Wenn es der Fall ist, dann ist es recht einfach. Dann ist es nur eine Frage der Konfiguration. Da muss ich neue Datenquelle erstellen, die auf diese neue Datenbank oder dieses Excel-Dokument, was immer es ist, konfigurieren. Und ich habe die Daten bei GBIF. Wenn auch keine Biocase-Installation vorhanden ist, müsste man sich erstmal Gedanken machen, kann ich das überhaupt in meiner Institution? Es gibt manche
ja, Organisationen die Erlaubnis überhaupt nicht, Fremdsoftware zu installieren. Dann ist der einzige Weg ein Darwin Core Archiv. Das ist eine zweite Möglichkeit, die Daten zu TypeScript zu bekommen. Und ein Darwin Core Archiv ist letztendlich echt, ist eine Ansammlung von Textdateien, in die die Daten exportiert werden, zusammen mit so einem beschreibenden Dokument, das die einzelnen Dateien und die Spalten darin beschreibt. Das kann ich mir selber bauen oder durch einen Export erzeugen, kann das an GBIF schicken. Oder ich nutze das IPT von GBIF. Das ist ein zweites, neben BioCase, ein zweites Publishing-Tool, das verwendet werden kann. Das existiert auch als Cloud-Version, als Cloud-Installation. Das kann verwendet werden, um Darwin-Core-Archive zu erstellen, die dann von GBIF gelesen werden. Genau. Und wenn, sozusagen, wenn man, das wäre der mittlere Weg, wenn ich die Möglichkeit habe, BioCase zu installieren, dann wäre das die Option, die wir empfehlen. Sowohl bei der Installation als bei der Konfiguration da gibt es Unterstützung von uns, vom BioCase Support. Das heißt, man ist da auch nicht ganz auf sich alleine gestellt. Genau, aber muss man jetzt nicht alles im Kopf behalten, wer Daten hat, die er gerne an GBIF oder CLEN-Portal anschließen will, kann sich gerne an uns wenden. Und wir gehen dann diese Grafik auch nochmal einzeln durch. Vielleicht nur wichtig noch zu erwähnen ist quasi, wir haben alle diese Wege tatsächlich schon mit einzelnen Institutionen durchgespielt. Also auch dieses Darwin Core Archiv sowohl wie BioCase und wie statische Daten und so. Also wir haben es alle schon mal irgendwie Das gemacht stimmt. tatsächlich und wir wissen, wie das, was zu tun ist, worauf zu achten ist und kennen es alle ein bisschen aus. Genau, damit glaube ich auch, wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Dann sage ich hier an der Stelle ganz vielen Dank für die Möglichkeit, das hier vorzustellen. Hier nochmal Institutionen, die alle am Lebending Atlas beteiligt sind. Natürlich ganz herzlichen Dank an die ganzen Data Providers und die ganzen Sammler, die draußen sind. Nochmal die E-Mail-Adresse oder die Webseite vom Land. Meine E-Mail-Adresse habe ich immer einfach hingeschrieben, falls jemand wirklich Kommentare, Anregungen, Workshop und so weiter einfach mir schreiben. Genau, und hier nochmal das Save the Date für den Landworkshop am Eide, wenn da Interesse besteht. Genau, vielen Dank.